Hey Comic-Fans, was geht ab? Schön, dass ihr abermals eingeschaltet habt, wenn es wieder heißt, was ich so gelesen habe und was ich so bekommen habe. Heute wieder mit einer leicht kürzeren Folge. Das liegt einfach daran, dass ich im Moment nicht so viel Comics kaufe, auch nicht so viel Zeit habe, irgendwas zu lesen oder Videos zu machen. Ja, aber es sind ein, zwei Sachen dabei. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Ja, Leute, ich habe unverhofft Post von Panini bekommen. Und zwar haben die mir geschickt den Nova Megaband. Ja, kam unerwartet, habe ich mich sehr drüber gefreut eigentlich, obwohl ich im Moment nicht so die Zeit hatte oder eigentlich vorgenommen habe, erstmal keine Videos mehr zu machen, weil ich, wie gesagt, keine Zeit und im Moment auch nicht so viel Elan habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Ding in einem Stück weggelesen, weil mir hat es echt gut gefallen. Allerdings so. Der Knackpunkt war erst so nach den ersten zwei, drei US-Heften. Davor dachte ich, boah, ist jetzt sehr unspektakulär und irgendwie auch relativ langweilig. Trotzdem musste ich irgendwie weiterlesen, denn die Zeichnungen sind sehr gut. Geschrieben ist das Ganze von Sean Ryan und das Ding ist in, ja, sag mal, in zwei Hälften unterteilt. Die eine Hälfte zeichnet RB Silver und die zweite Hälfte zeichnet Corey Smith. Ja, worum geht's hier? Und zwar, das Ganze spielt, sag mal, nach der Marvel Now-Serie, in der Sam Alexanders Vater ja zurückkommt oder er ihn quasi gefunden hat. Und er jetzt quasi, es existieren jetzt quasi zwei Novas. Einmal Sam Alexander mit dem schwarzen Nova-Helm und einmal sein Vater Jesse Alexander mit dem, mit seinem alten Nova-Helm. Ja, aber. Er hat irgendwie Probleme, also sein Vater hat ein bisschen Probleme mit seinem Helm, weil der macht immer so komische Mucken und man weiß nicht genau, woran es liegt. Letzten Endes stellt sich dann heraus, dass er gar nicht sein Vater ist, sondern nur ein Klon von seinem Vater ist. Und zwar diese Shi'ar, das ist so eine Alien-Rasse, ich blende mal ein Bild ein. Die sind hinter dieser Nova Force her und wollen verstehen, wie diese Helme funktionieren und das für ihre eigenen Machenschaften nutzen und haben halt sehr viele Klone von seinem Vater hergestellt, sage ich mal. Und dieser eine spezielle Klon hatte den Auftrag, Sam Alexander den Helm zu entreißen und halt wieder zurückzukehren. Aber irgendwie hat sich da es halt ein Klon von seinem Vater ist, hat er irgendwie Gefühle für ihn entwickelt und stellt sich dann auf seine Seite und wie soll es anders kommen? Natürlich schicken sie dann einen anderen Klon, der die beiden dann ausschalten soll. So kommt es dann zu einem Kampf, in dem, glaube ich, der eine Klon, ich weiß gar nicht, ob er getötet wird oder sowas. Ja, auf jeden Fall landen sie dann irgendwann auf diesem Shi'ar-Schiff, wo sie halt in dieses Klonlabor kommen, da halt 10, 20 Klone von seinem Vater halt sind. Und es stellt sich heraus, dass sein Vater zwar nicht tot ist, aber irgendwo noch existiert. Und so beschließt halt Nova wieder, also Sam Alexander wieder, auf die Suche nach seinem Vater zu gehen. So, und da macht das ganze Ding einen Cut. Es springt dann um zu Civil War 2. Da kommen dann zwei Civil War 2 Ausgaben. Ja, Sam ist dann wieder in den Weltraum geflogen. Er ist dann wieder auf der Erde mit den Avengers. Und da stellt sich dann heraus, ah, die Avengers, weiß nicht, er fühlt sich da nicht so ganz zugehörig. Er weiß nicht, er ist nicht im Bilde, was diese ganzen Zusammenhänge bedeuten. Keiner will ihm etwas sagen und er fühlt sich so ein bisschen ausgeschlossen. Ja, und beschließt dann und stellt sich ein Ultimatum. Er sagt, weil seine Mutter macht sich auch immer wieder Sorgen um ihn, er ist halt noch, ich glaube, 15 Jahre ist er, und seine Mutter möchte halt gern, dass er als Nova halt aufhört, weil es ist zu gefährlich, sie macht sich immer Sorgen um ihn. Und er beschließt dann, er stellt sich ein Ultimatum. Er möchte herausfinden, wie sein Helm funktioniert. Wenn ihm das nicht gelingt, würde er mit Nova aufhören. Und so begibt er sich dann wieder in den Weltraum. Auf der Suche nach der Quelle seines Helmes, auf der Suche nach Richard Rider, von dem er gehört hat, das war halt der. Also Richard Rider ist halt Nova, ne? Also mein Lieblingsheld, Marvel-Universum, Nova, Richard Rider. Herrlich. Ja. Und so trifft er halt auf diesen Weltengeist. Und stellt sich dann raus, dass halt Richard Rider in diesen Weltengeist irgendwie mit integriert ist und so kommen sie ins Gespräch und dieser Weltgeist bzw. Richard Rider kann ihn dann davon überzeugen und zeigen, wie dieser Helm funktioniert und ihm sagt ihn dann, worauf es ankommt, wenn man ein Superheld ist und
Ja, letzten Endes beschließt er dann, ja, ich bleibe Superheld, ich bleibe Nova, Mutter, ich beschütze dich jetzt, bla bla bla. Ja, und die letzte Szene dieses Bandes ist, es ist keine Überraschung, wenn man sich ein bisschen informiert hat, Richard Rider taucht wieder auf, was mich natürlich persönlich sehr gefreut hat, beziehungsweise ich wusste es halt schon, weil diese Serie knüpft, mündet in diese Serie, Nova. Jetzt im aktuellen, ja, sind jetzt 6 US-Hefte raus. Leider wurde diese Serie nach 6 Heften gecancelt, was ich nicht verstehen kann, denn mir hat das sehr gut gefallen. Es wird erklärt, was mit Richard Rider passiert ist, ja, wo Richard Rider gesteckt hat. Aber leider ist die Serie nach 6 Heften zu Ende und sehr schade. Ich hatte mich voll gefreut, Richard Rider wieder im Marvel-Universum zu sehen. Ja, soweit ich aber weiß, existiert er noch. Oder taucht in den aktuellen Guardians of the Galaxy Heften auf, die ich noch nicht habe. Ich warte da auf das Trade, das glaube ich im Januar oder im Dezember erscheint. So viel, sage ich mal, zu diesem Nova Megaband, der mir doch alles in allem sehr gut gefallen hat. Die Zeichnungen sind halt super cool gemacht. Nova, es interessiert mich halt alles, was mit Nova passiert, auch wenn Sam Alexander der Nova ist, der mir nicht ganz so gut gefällt wie Richard Rider. Ja, alles in allem gebe ich dem Ganzen hier, boah, so eine. Ich wollte ja nicht mehr 4 von 5 sagen, sondern ich gebe dem Ganzen mal eine 7 von 10. Ja, 7 von 10 klingt ganz gut. Es ist halt, ja, kein Hochkaräter, aber für mich als Nova-Fan hat es halt recht viel Spaß gemacht. Das war's mit den Sachen, die ich bisher gelesen habe. Ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen, die heute mit der Post kamen, beziehungsweise gestern auch schon. Und zwar habe ich mir den Reprint geholt von Silver Surfer Requiem. Ich habe jetzt mal die ersten paar Seiten gelesen. Was ich sagen muss, die Zeichnungen sind richtig cool, sehr stimmig, gefällt mir richtig gut. Was ich bisher herauslesen konnte, ist, Silver Surfer hat sich ja in der Vergangenheit gegen Galactus mehr oder weniger gestellt. Und seine Haut, seine Hülle, seine Legierung scheint mittlerweile den Geist aufzugeben, zu versagen. Und so kommt er zu den Fantastic Four mit der Bitte, sich untersuchen zu lassen und stellt sich raus, dass er sterben wird. So, an dem Punkt bin ich jetzt und er will jetzt seine Heimat besuchen und versuchen, ein paar Dinge wieder gut zu machen. Ich bin sehr gespannt drauf, wie es weitergeht. Ja, wie gesagt, ist ein Reprint. Viele von euch werden es wahrscheinlich kennen. Ich kannte es nicht. Aber ich habe richtig Bock drauf und naja, Silver Surfer von Straczynski, gezeichnet von Isaac Ribic oder Ribic, macht einen sehr guten Eindruck. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Dann habe ich noch einiges nachzuholen und zwar Hal Jordan und das Green Lantern Corps Band 2 und Band 3. Den ersten Band habe ich ja gelesen, hat mir grandios gut gefallen. Deswegen bin ich echt gespannt, wie es hier weitergeht. Gezeichnet natürlich von Ethan Van Sciver. Grandiose Zeichnung auf jeden Fall. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gelesen haben, zumindest den zweiten. Der dritte kam jetzt relativ frisch raus. Was jetzt ab auch noch frisch rauskam, ist Death of X. Und zwar wird hier drin geschildert, was zwischen Secret Wars und dem neuen Marvel-Universum passiert ist in diesen 8 Monaten. Und da bin ich mal sehr gespannt, was mit Cyclops passiert ist, was, ich weiß nicht, was da jetzt alles noch drin passiert. Geschrieben von Jeff Lemire. Kann eigentlich nur gut werden. Dann hätte ich nur noch ein paar US-Hefte, zu denen ich nicht viel sagen kann, aber ich zeige es euch trotzdem einfach nur ein bisschen Videomaterial zu füllen. Ich komme einfach gnadenlos nicht mehr hinterher zum Lesen und habe auch wieder ein paar US-Sachen gekickt, weil Zeit. Ja, ich habe mir mal ein Spawn-Heft geholt, einfach mal wieder zu gucken, ob mir Spawn gefällt oder nicht. Dark Horror Part 2 ist natürlich wieder typisch, dass ich mit einem Part 2 ansteige. Ich dachte eigentlich, hier geht ein neuer Story-Arc los, aber es ist wahrscheinlich erst im nächsten Heft. Aber mal schauen, mal schauen. Dann Regression 4. Die ersten 2 Hefte habe ich gelesen, haben mir grandios gut gefallen. Ist sehr abgedreht, sehr ja, verstörend von Cullen Bunn geschrieben. Sehr cool. Dann Southern Bastards. Welche Nummer ist es? Welche Nummer ist es? Die Nummer 17. Da hänge ich auch noch gut hinterher. Ich habe die bis Nummer 9, glaube ich, gelesen. Von Jason Aaron geschrieben. Grandios coole Serie. Genau wie Kamandi Challenge. Die ersten paar Hefte gelesen, hänge immer noch hinterher und kann dazu eigentlich im Moment nicht viel sagen. Dann Hulk Neu mit einem coolen Cover, muss ich sagen. Habe ich auch die ersten 6 Hefte bisher gelesen. Auch eine richtig starke Serie.
Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, wenn die nach Deutschland kommen sollte. Ich schätze mal, vermutlich in einem Megaband-Format. Definitiv richtig starke Serie. So, mit Defenders sind wir mittlerweile auch bei Heft 4 angekommen. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, Heft 1 zu lesen. Aber von Michael Bendis geschrieben, soll eigentlich eine richtig starke Serie sein. Dann Unholy Grail mit richtig starkem Cover wieder, finde ich. Heft 2, ja, wie es soll es anders sein? Heft 1 muss ich noch lesen, genau wie Baby Teeth ist jetzt das dritte Heft draußen. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Worum es hier geht, überhaupt keine Ahnung. Irgendwas Satanistisches, glaube ich. Mal gespannt. Und Iron Fist, Heft 6, die ersten zwei gelesen. Ich wiederhole mich, es ist einfach traurig. Genau wie Black Bolt, habe ich auch die ersten zwei Hefte gelesen. Zeichenstil ist immer noch relativ cool, auch ein bisschen, ja, so bunt, aber trotzdem düster gehalten. Ne? Also, wie gesagt, die ersten zwei Hefte waren ziemlich cool, hat mir sehr gut gefallen. Ja, das war es eigentlich schon wieder von heute. Ich habe noch ein kleines Gimmick, ja, was jetzt neu kam. Und zwar das Steelbook von Guardians of the Galaxy 2. Finde ich sehr cool mit der schönen Prägung Don't Push. Ja. Denke, viele von euch werden es haben. Werden es sich bestellt haben. 2D, 3D-Version. Ich bin ein Fan von diesen Steelbooks. Ich weiß auch nicht. Musste mir einfach mal gönnen. Ja. Das war's von mir mal wieder. In Kürze und liegt die Würze, sagt man doch so schön. Ja, falls es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt uns gerne abonnieren für mehr Videos. Der André wird im Moment 99% der Videos raushauen. Sinus ist ja auch relativ schwer eingebunden mit seiner neuen Arbeit und Real Life ist halt einfach zum Kotzen. ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ballert gerne die Kommentare voll. Die versuche ich natürlich noch zu beantworten. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder neuen Stuff habe. Macht's gut!